Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Diese Folge wird nachts aufgenommen. Wir haben aktuell fast 11 Uhr. Es ist schon etwas später geworden. Aber wir sind jetzt in einer, in der Kirche der Gnaden oder so. Nee, hier Absolution, die Schildkröte, die Papstschildkröte getroffen. Und der Plan, der jetzt auf dem. Der Plan ist jetzt erst hier hinzugucken, was das für ein Portal ist. Ich vermute, das wird mich wieder zu dem Kumpel hier drüben führen. Zu Gurang, wobei ich nicht ganz verstehe, warum es da nochmal so ein Portal gibt. Egal, ich schaue es mir an. Dann hier ist wahrscheinlich nochmal ein Abgang in den Untergrund. Und dann will ich auf jeden Fall den Westen des Seenlandes aufdecken, weil hier habe ich die Karte. Das ist der Plan und let's go. Oh, okay, da kommen noch Infos im Chat gerade. Einmal probiere ich jetzt kurz was aus. Ich kann Gnaden den rechten Analogstick. Nee, dann wechselt er bei mir die in Untergrund. Und der linke Analogstick ist zentrieren auf meine Position. Erst Y. Ort der Gnade markieren. Markierung entfernen. Ach so, die habe ich dann da rechts, da links im. Okay. Ja, gut, habe ich jetzt bis jetzt. Puh, weiß ich nicht, ob mir das irgendwie nützt. Aber das ist geschickt. Hier kann ich schnell zwischen den verschiedenen Ländereien durchswitchen. Ah, das ist Untergrund. Okay. Boah, einfach so viel, ne? Moment. Auf die Gnade und dann markierte Ort. Okay, geschickt. Ja, muss ich mal gucken, ob ich mir das irgendwann aneigne. Aber aktuell sehe ich es nicht, dass ich das unbedingt brauche. Und in Dark Souls 2 gibt es einen Boss, für den brauche ich Menschenbilder, deswegen die aufheben. Alles klar. Roundtable Hold, ja, da macht es auf jeden Fall Sinn. Bis jetzt musste ich da nicht so oft hin, bin nicht so oft hin, aber absolut richtig. So, in die Richtung. Oder auch nicht. Wait. Ach Jungs, lasst mich doch. Lol. Hier bin ich gerade gestartet. Ah. Ja, das ist so geil hier, ne? Feier ist immer noch voll hart. Oh, was ist das? Hornbewehrter Schild. Okay. Kristallknospe. Ah ja, hier bin ich richtig. Bast. Oh, hi Bär. Von dir will ich nix. Ich will hier runter.
steht nochmal so ein Ding. Oh, Bär, Bär. Oh, joi. Aua. Ach du Schande. Wie komme ich denn da hin? Hier. Okay. Mir gerade nochmal die Nummer da drüben anschauen. Nee, sieht gut aus. Da war ich, glaube ich, wirklich überall mittlerweile. Lol. Wurde ich jetzt getrickst? Nee, hier geht's noch ein bisschen weiter runter. Okay. Hüpft der auch? Nee, der hüpft nicht, ne? Nee, der wandert. Okay. Also hier haben wir eine Höhle. Und eine Gnade. Kristalltunnel. Bin ich da jetzt motiviert? Nee, nicht so wirklich. Nee. Aber einmal hier die Markierung draufsetzen, noch nicht fertig. So. Was seid ihr für welche? Ach so, ihr seid die Schützer des, die Beschützer des Mausoleums. Kopflose. Mit euch hatte ich auch schon zu tun. War ich da wirklich schon? Ja, ich glaube. Okay, da ist noch eine fette Burg. Oh, was? Es blitzt. Ja, das ist mir schon aufgefallen, dass man da gut Ding farmen kann. Schmiede, Steine. Was geht hier? Ein kleiner Loot. Schmiedestein. Ah, okay, ein Zaubererturm. Es ist kein... Eine Gnade, wunderbar. Ich habe ja 12.000 Dingens. Was habe ich denn kaputt gemacht?
12.300 brauche ich. So, müssen wir wieder Schildkröten finden, oder? Ja, es ist auf jeden Fall mal ein versperrter Ausgang. Eingang. Sucht drei weise Bestien. Tatsächlich, es sind wieder Schildkröten. Davon ist die eins. Was bist du für einer? Weiß ich nicht. Wissen wir nicht. Ihr seid die, die mich beim Schildkrötensuchen nerven. Vermute ich sie jetzt mal nicht. Okay. Muss ich doch mal irgendwie einen Bogen jetzt benutzen hier anscheinend, hä? Gut. Vielleicht minimal verschwendet hier den Feuerpfeil zu verwenden. Egal. Ach, guck, da ist sie. Nice. Da gibt's Zauberslots, ne? So war das, glaube ich. Hauptsächlich. Bis jetzt hatte ich bis... Ja, nee, ich glaube, ich hatte nichts anderes in den Türmen gefunden bisher. Hallo? Okay. Jawohl. Speicherstein. Wie gewohnt. Und nun zur... Wait. Guck mal, die... Gnade zeigt mir hier einen Weg an. Lol. Auf zur Karte. Vom westlichen Seenland.
Okay. Wie komme ich hier rauf? Ich war doch hier schon überall da außen rum und hier auch, oder? Ich dachte, ich hätte hier schon geguckt, ob ich hier irgendwie hochkomme. Weißgesichtiger Varé. Okay. Oh mein Gott. Also gut. War ich hier schon? Weiß ich nicht. Geh mal hin. Erstmal dahin. Ah, hier ist noch eine Gnade. Wunderbar. Zeigst du mir auch wieder einen Weg? Aha, du willst, dass ich nach Norden gehe. Ich will mir aber erst den Süden anschauen. Ah, da oben war ich, glaube ich, noch nicht drauf. Schauen wir mal. Ich könnte irgendwann natürlich auch mal noch so eine Kutsche überfallen, ne? Habe ich auch noch nicht gemacht. Hier irgendwas? Nö. Erstmal nicht. Aha. Hier sind wieder so Quallen. Kopfloser Riese. Wow, okay, er spawnt einfach in mir. Ach, guck mal. Ach. Guck mal, wow, hier gibt's mehrere davon. Okay, Moment. Ich will nicht mit dir kämpfen. Kannst du mich in Ruhe lassen, bitte? Okay, in welche Richtung zeigst du? Du zeigst auf die Akademie. Du zeigst, da will ich hin. Glaube, der hier könnte gut sein. Da melden sich der Thorsten und der Marius. Hi. Ein ganz komisches Pattern. Oh, what? Holy guacamole. Oh, okay. Ha. Spannend.
Illusionsböden. Nee. Oh, aber wo ist die letzte Gnade, an der ich war? Muss ich da jetzt rein? Ich habe hier keine Gnade. Was machen denn die... Diese Fake-Gnaden. Was ist das hier? Ah, die sagt mir nur, wo ich hin soll. Die sagt mir jetzt, das ist die Richtung. Die sind ein Troll. Okay. Ja, mir bleibt wohl nichts. Wait. Ja gut, ihr macht keinen Schaden. Ich weiß, dass es ein Beyblade ist. Ah. Ach, ich hasse ihn. Ich weiß nicht, ob ich so zu einem Hit komme. Ah, und das gibt 2. Und das macht auch 2. Ach, come on. Nee. Alter, ich hasse sie so sehr, ne? Komm, ey. Dämlicher Beyblade. Shit, ey. Amt der Axt. Nee. Verdammte, dämliche Mistspinne. Komm schon. Nein. Ah. Die sind so ekelhaft. Wow. Ich will da noch mal hin. Illusionsböden. Ist jetzt die Frage. Sind die, um Wände hochzuklettern?
Irgendwie sowas wahrscheinlich. Wie schönes Wetter. Erstaunlich. Die vier Glockentürme. Ich habe halt nur einen so einen. Auf dem Hügel ist eine Gnade. Okay, danke für die Info. Ich werde jetzt wahrscheinlich direkt wieder ins Ding rein. Oh, hier oben ist eine Kiste. Hey, magischer Schwertschlüssel. Nice, ich kann noch eins öffnen. Cool. Okay, also das... hatte mich irgendwo ins Nirgendwo geführt. Dann könnte... Wait. Führst du mich zum Turm? Was steht hier? Zerfallene Lande. The fuck? Nee, du führst mich sonst wohin. In die zerfallenen Lande. Ja, auch eine Nachricht? Ah. Ewiger Nachthimmel. Wo führst du mich hin? Nokron, die ewige Stadt. What the f... Wait, das ist doch Untergrund. Lol. Ja, hier war ich schon, da vorne. Unten. Und jetzt bin ich hier einfach im Nichts. Als wäre ich auf dem Mond gelandet. Jetzt eigentlich auch nicht so der Plan. Hey, wer bist du denn? Muss ich dich bekämpfen? Wahrscheinlich. Geht hier sonst noch was? Nee, das ist einfach nur Mondlandschaft, um hier hinzukommen. Und dann gegen... irgend so einen Random Boy zu kämpfen, der da in der Ecke steht. Oh Mann. Hat er mich schon bemerkt? Nö. Gesprenkelte Halskette. Halskette? Erhöht die Robustheit, die Immunität und den Fokus. Erhöht Immunität. Robustheit, große Last. Oh, okay, bleiben wir beim Blitzboy.
Hi. Hoppla. So, wer wollte vorhin noch mal wissen? Ach, verdammt. Aua. Wie das mit dem Parieren läuft. Sobald er anfängt, in meine Richtung zu hauen. Schlecht. Shit. Oh, wer ist er denn? Warum steht hier so ein Random Boy in der Gegend rum? Einfach mitten im Nirgendwo. Eieieiei. Ich glaube, ich hatte nicht viele Seelen, deswegen ist wurscht. Ah, die hatte ich eh bei der Spinne verloren. In dem Fall. Aber es hat mich nicht dorthin geführt, wo ich dachte. Spitze der Erwartung. Ah, lieber gegen die Spinne. Die schaffe ich. Die schaffe ich jetzt. Ganz sicher. Das hier ist übrigens das Startgebiet. Das ist, ich bin etwas überrascht, auf diese Art und Weise im Startgebiet wieder zu landen. Ach komm. Dieses Ding, dieser Gegner, ist so die mieseste... Du bist so eine Kackbratze, was kannst du eigentlich? Oh, er schreckt mich an. Oh Mann. Oh. Oh. Das ist eine wilde Aufnahme hier heute. Die letzte. Ist ja auch schon ein Weilchen. Na bitte, geht doch. Mann, so schwer war es jetzt auch nicht. Ah. Ornamentales Schwert. Goldener Bestienschild. Oh.
Nice. Gerades Schwert. Geschicklichkeitsstärke. Eher mau. Ja, Spiel, warum schickst du mich nochmal hierher? Also, auf diese Art und Weise auch. Ah, guck mal, hier ist jetzt offen. War da vorher schon offen? Nee, ne? Sturmfalkenkönig. Ah. Asche des Sturmfalken Dean. Hatte ich das schon gelesen hier? Wahrscheinlich schon. Mag der Pfad euch zerschmettert und unsicher, auch zerschmettert und unsicher sein, besiegt den Thron des Eldenfürsten. Arme tote Lady. Okay, ja, hier kriegt man noch zweimal solche Dinger. Denke, das war's an dieser Stelle. Ja. Lol, da liegt ja noch mein Zeug. Liegt da mein Zeug? Warum liegt da mein Zeug? Ich bin doch draufgegangen. Ach so. Ja, das war, glaube ich, null. Na, das sind keine. Oh, probiere ich jetzt nochmal den Boy im Nirgendwo? Nee. Ich würde wirklich gerne hier hochkommen. Gucken wir nochmal die Ecke da an. Hoppla, nee. So. Ob es hier vielleicht so ein Sprungbrett fürs Pferdchen gibt oder so? Ich meine, das hier sieht so seltsam nach, ja, hier kommst du hoch aus, aber hier ist nix, ne? Ha. Kann ja nicht sein, dass ich hier wie so eine Bergziege jetzt den Hang hochklettern muss. Nee, das geht auch nicht. Hier schneit's. Lol. Schade. Wait, what? Wieso hat es da gerade so blau geleuchtet und mein Pferdchen hat auch... Ah, nee. Keine Ahnung mehr. Ich habe irgendwas gesehen, was nicht existiert, glaube ich.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie ich hier hochkomme. Keinen Schimmer. Weiter nach Norden. Den Typen im... Untergrund. In der Mondlandschaft. Weiß ich nicht. Fühle ich gerade nicht. Königliche Ruinen. Na, da haben wir doch schon was. What the? Wieso könnt ihr euch unsichtbar machen? Was soll das? Schimmersteinstab. So, was hat er zu sagen? Vergebt mir. Dieser königliche Boden war uns anvertraut. Aber wir hatten keine Chance. Okay. Das sagt er. Bin verwirrt. Oh, Alter. Holy shit. Mal die armen Wölfe gnadenlos abgeschlachtet. Total bedrohliche Musik, aber ja, ich Monster. Aber irgendwie ist hier nichts. Gibt's doch gar nicht. In diesen Ruinen ist doch immer irgendwas Cooles. Raureif Kristallknospe. Wollte ich gerade mit ihm Doppelsprung machen. Nice. Oh. What the fuck?
Ist jetzt ein bisschen dumm, weil jetzt leben die ganzen Boys hinter mir wieder. Nee. Du siehst aus wie ein Schmied. Look at you. We don't receive many visitors. I presume you are tarnished. What brings you here? Kannst du mir was schmieden? Oh, pardon me. It's hardly my place to ask, is it? I am E.G., a blacksmith who once served the Carian royals. Okay. An old codger who refuses to retire his rusty hammer. So here I am, still quietly plying my trade on this spot. Perhaps you'd like a display? These bones are old, but still able. Hm. Dunkelschmiedestein. Aha. Du machst also Dunkelschmiedesachen. Gibt es etwas, das ich der Verpflanzung, das wollte ich mal noch probieren, ne? Das ist irgendetwas, das ich er hämmert mit seinem riesigen Hämmer auf so winzig rum. Geil. Der hier braucht Dunkelschmiedesteine. Ich glaube, der könnte cool sein, aber ich meine, hey, dann machen wir erstmal Schwert der Getreuen auf 7. Läuft. Dankeschön. Wenn wir schon mal da sind. Habe ich jetzt das bekommen, was irgendwie wertvoll in den Ruinen ist? Nee, oder? Ich krieg hier auch eine Bosspuppe angezeigt, aber hier ist doch nichts. Muss ich jetzt erst die ganzen unsichtbaren Boys killen? Bin sogar schon drüber gelaufen, lol, nee. Aha. Guck mal an. Aha. Ey, wer bist du denn? Alter. Nicht giftig werden. Nicht gift. Ey. Du bist ein bisschen zu schnell aufgestanden für meinen Geschmack. Ja, er ist aber sowas von der Zappler, ey. Ey! Ey, 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 ey! Oh. Was ist das denn? Das ist ja mehr Gezappel als alles, was ich bisher sehen musste. Glaubst du es ja nicht? Nee, nicht hauen. Wo war das jetzt? Oh, Hilfe!
Oh. Chill mal. Alter. Oh nein. Königliches Gespenst. So sehen also Gespenster aus. Ist mir auch neu. Boah, ganz schön flinker Boy. Hallo? Wo ist es denn jetzt? Da. Ey, nein, 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 nein! Ich habe meine Ding nicht aufgehoben. Oh, ich bin so ein Depp. Dachte, ich kann ihn irgendwie erstmal zur Ruhe bringen. Und dann meinen Scheiß aufheben. Nope. Oh, Alter. Nein, 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 nein. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Danke, Leute. Eisnadel. Spannend. Stoßschwert. Ist jetzt glaube ich nicht so meins. Ah, komm, kann ich mir auch rausporten. Und dann da noch ein bisschen nach Norden gehen. Der Kotzschrei. Oh, hi. Okay, warum? Wer? Wo? Lol. Was soll das? Regnet's einfach Magie auf mich nieder. Was zum Teufel? Nope. Irgendwo aus der Richtung. Wo sind wir jetzt? Haupttor des Anwesens von Caria. Okay. Was war nochmal mit den Caria-Leuten?
Sind das einfach nur Magie-Boys oder die haben irgendwie die Akademie mitgegründet oder sowas? Irgendwie so. Holy! Eiskaltes Händchen! Eiskaltes Händchen mit viel zu vielen Fingern! Das zaubern kann! Okay. Hier wird erst draufgehauen, dann Fragen gestellt. Was passiert? Achso, hier explodieren schon wieder Sachen. Schimmersteinmetz-Handbuch. Ah, solche sind seid ihr also. Okay. Ah ja, noch ein eiskaltes Händchen. Und noch eins. Und kleine gibt's auch. Kleine eiskalte Händchen und große eiskalte Händchen. Was mache ich hier? Warum bin ich hier? Was mache ich hier? Du bist eiskaltes Händchen im Boden. Okay, hier geht's nach oben. Ich folge jetzt einfach dem Weg. Das Gefühl abseits des Weges, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob da was geht, ob es da was gibt. Das auf irgendeine Art und Weise sinnvoll ist. Oh! Herrin Ranni, seit langem erwarten wir euch. Okay. Bete für die rasche Wiederauferstehung eures Hauses. Möge der Vollmond über Karia scheinen. Ah! Kam die. Die gute Hexe von hier. Ist das eine Karia Lady? Hier ist eine Gnade. Irgendwie seltsam positioniert. Wait, what? Moment, was? Bin jetzt einfach hier. Ach so, und jetzt geht's hier rüber und dann darüber und dann hier hoch vielleicht? Und da erwartet mich was Tolles. Da hinten ist noch ein Loot. Hab's gesehen. Lol. Er liegt da unter dem. Vor was hat er sich denn versteckt?
guck mal. Oh, hi. Ich weiß nicht, gegen euch will ich irgendwie nicht so richtig kämpfen. Ich weiß nicht, ihr seid Geister, habt ein Riesenschild. Weiß ich nicht, fühle ich nicht. Hier noch was? Nö. Hier irgendwo Loot, 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 nö, nix, okay. Ciao-i. Das war easy. Das war wirklich. Also, nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier schon auf der nächsten Ebene ankomme. So einfach. Oh, okay. Huah! Ah, schade, darf ich nicht benutzen. Ich wollte mein Pferdchen nehmen. So, was seid ihr, Hyänen? Ich glaube, du hast mir ganz schön viele Runen gegeben, gute Hyäne. Weiß ich nicht, ob ich den Loot jetzt brauche. Glaub nicht. Oh! Okay. Oh, knapp. Magiefett, ja. Dinge, die auch mein Zauberstab können. Ciao. Tschüss. What the fuck? Königliche Ritterin Loretta. Okay, hi. Grüß dich. Oh nee, eine Reiterin. Nee, nicht brutzeln. Hä? Lol. Was eine miese Ratte. Komm mal hier runter. Ich glaube, hier sind wir besser aufgehoben. Okay.
Scheiße. Okay, das ist mies. Brutzelt die einen mit Magie und... Kollege, ich habe genug davon. Ah, nein, es hat nicht geklappt. Oh. Manchmal drücke ich den rechten Trigger, glaube ich, zu früh oder zu spät. Ja, ich drücke sie dann gleichzeitig und das gefällt dem Spiel nicht, wenn ich das mache. Für die PlayStation-Leute, die L- und R2-Tasten, wenn ich den rechten zu schnell drücke, bevor er sein Schwert richtig angehoben hat, dann wird der schwere Angriff nicht ausgeführt. Oder halt die Duellattacke. Oh, jetzt wird's, glaube ich, wild, ha? Huh? Ja. Ja, 50% Leben und dann geht sie richtig ab. Dass das bei jedem Boss so sein muss. Doch, bei jedem Boss, nach 50% packt er seinen dicken Scheiß aus. Nervig. Okay. Ja, ich reg mich nicht mehr auf. Sowas gibt's bei mir nicht mehr. Das ist alles in Ordnung. Hab mich genug aufgeregt. Über Dark Souls 1, 2 und 3 hinweg. Bei 2 immer mehr? Bei 1 glaube ich noch gar nicht so tatsächlich. Weil ich da noch nicht so wusste. Come on. Ja, reicht dann auch langsam mal wieder. Ah.
no! Oh. Ah, so knapp! Ärgerlich. So ein dämlicher Reiter, den habe ich doch schon besiegt, ey. In Gold. Die Gold-Version von dir. Nicht die unsichtbare Geister-Version. Oh Mann, ey. Aua. No, no, no. Jetzt, nice. Oh, okay. Geht doch. Geht doch. Lorettas Großbogen, das ist doch der, den Marina benutzt hat. Und Lorettas Schnitt, nice. GG, dankeschön, dankeschön. Puh. Was mache ich hier eigentlich? Ich weiß es immer noch nicht. Was mache ich hier? Warum bin ich hier in diesem Anwesen? Einfach nur das? Das war's? Das ist es, was ich hier gemacht habe? Also nicht, dass ich jetzt mir einen schwereren Boss erhofft habe. Aber... Nee, das war absolut okay so als kleiner Zwischenboss. Gar kein Thema. So für Zwischenreihen, eine schöne Abwechslung. Oh, warte, hier geht's noch weiter. Drei Schwestern. Finde... Drei weise Wesen. Nein? Aktuell fest verschlossen. So, das ist Renners Turm. Wer schreit? What the fuck? Oh Mann, die halten sich einen Drachen. Nee, kein Drache. Kriegsasche Frostnebel. Okay.
siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht, wir sind im Nebel, du kannst mich nicht sehen. Du hast keine Ahnung, dass ich da bin. Ich kann mich jetzt wunderbar anschleichen. Und dir dann schön eine mit... Hi. Adula. Ey, nicht wegfliegen. Nope. Eieieiei. Oh Gott. Okay. Okay. Wir haben gerade gegen einen Geisterreiter gekämpft. Dann kämpfen wir jetzt eben gegen einen Drachen. Kurz danach. Rannis Turm. Hi. Hallo Wölfe. Ich wollte nur mal vorbeischauen und Hallo sagen. Alles gut, oder? Gefällt euch, glaube ich, nicht so richtig, ne? Na, denn dem Drachen scheint es egal zu sein, dass ich in den Turm gerannt bin. Und hier ist noch eine Gnade. Schau mal an. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich hier in diesem Anwesen mache. Was ich hier verloren habe. Also klar, einfach mal reinlaufen und Bosse killen, das... Da habe ich nichts gegen, ne? Hallo? Du bist doch die Lady, die nach meinem Pferd gefragt hat. Again we cross paths. I believe you said my name was Renna when last we met. It pleaseth me to see Torrent hale and hearty. Ich hab dir gesagt, ich hab das Pferd nicht. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. Bin einfach so da. No reason in particular thou claimest. Intriguing. Then mayhaps fate hath steered thee to this reunion. Wilt thou enter into my service? I am the witch Rani. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it, and rid the world of all that came before. Well, has that roused thy interest? Das weckt allerdings mein Interesse, weil die komischen Typen da an der Tafelrunde, die sind sass. Aber du sagst wenigstens, was du willst. Komm, machen wir. Not many would have accepted the offer, but I require as much of those under my command. I anticipate good work from thee. Wait, what? Good. Then I ask we proceed with haste. There is in my service a half-wolven warrior by the name of Blythe. I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron, the Eternal City. I have called for Blythe to greet thee below. Take from him the particulars. Ah, and there wilt thou find E.G., my war counselor, and Salavis, preceptor in the sorcerous arts also. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them what advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Okay. Speak with the three who await thee below. Thou needst not indulge them unduly, but they too wish to appraise thy worth. It hath been a passing long time since a newcomer entered my service, after all. Speak with the three who await thee. Wait, ich darf nicht teleportieren?
Die erwarten mich hier unten? Ich dachte unten in der Unterwelt unten. Das ist natürlich auch eine geile Sache, hier Story zu integrieren, damit ich jetzt nicht abhauen kann. Oh, wait, what? Ah, nee, doch, passt. Damit ich nicht abhauen kann, muss ich jetzt zu dieser Gnade laufen und dort sind die. Oh, so you were the one. Lady Rani has explained everything. Na, das ging aber zügig. The Carian royal family's dedicated blacksmith and Lady Rani's war counselor. I'm told that you are searching for Nokron with Blythe. I will give you whatever guidance I can and pray for your success. Let us give all that we can of ourselves together for Lady Rani. Jungs, ob ihr es glaubt oder nicht, ich war da unten schon, ich habe so ziemlich alles da unten erledigt. Ich muss nur noch den großen Hirsch verprügeln. Let us give all that we can of ourselves together. Ja, Blade, dich habe ich auch schon getroffen. Hi. Lukas, gute Nacht. Nee, nicht vergessen. Still in Limgrave. The eternal city of Nokron lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron from there. Hä, seid ihr alle? Miriam! Dich habe ich doch verprügelt! You must be Rani's new hireling. Yes. Yes, I've heard all about you. Nee, dich habe ich noch nicht getroffen, glaube ich. Ah, nee, weiß ich nicht. I don't know what it is the mistress sees in a provincial tarnished like you. But since we have the misfortune of serving the same lady, I ask that you kindly try not to drag us all down with you. I reside in another tower close by. Come and pay me a visit. Should you wish to be of actual service to Mistress Rani? If it were up to me, I wouldn't waste my time on the likes of you. But who am I to stand against the wishes of my lady? I reside in another tower. Okay, ich bin mir jetzt nicht so 100% sicher, was die Kumpels hier wollen. I'm going below through the well in the Mistwood. Jungs, ganz ehrlich, ich habe die Stadt bereits gefunden. Wait. Hier bin ich doch gespawnt. Hier so. Und da hieß es, ich wäre in Nokron angekommen. Moment. Das möchte ich mir nochmal kurz anschauen. 10.000 Dingens kann ich eigentlich. Wie viel brauche ich zum Leveln? 12.900. Reicht das? Dann nehmen wir so eine. Jetzt reicht's. War das der hier? Nee, der da, ne?
Nokron, die ewige Stadt. Ja, mir ist schon klar, dass es irgendwo da hinten wahrscheinlich Richtung ewige Stadt geht, so wirklich richtig. Denke ich mir. Oder... dass der Kumpel da unten irgendwie einen Weg... What the fuck? Achso. Ja, da oben würde ich gern hin. Darüber. Darüber wäre besser. Weil hier ist auch so ein Weg irgendwie so in die Richtung ein bisschen angezeichnet. Versuch den jetzt nochmal zu verprügeln da drüben. Und dann mal schau. Ups. Ach, Schande. Ich glaube, es ist einfach zu spät. Ah, ich glaube, es ist tatsächlich einfach zu spät geworden und deswegen machen wir mal ein YouTube-Outro und ich sage Dankeschön fürs Einschalten auf YouTube. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr eventuell über dieses Outro stolpert und bis zum nächsten Mal. Tschüss.